Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem bereits fünften Zuschauerrennen. Und das liegt daran, dass das Format mir mega viel Spaß macht und es macht euch mega viel Spaß. Und deswegen kommt es momentan etwas häufiger. Ich habe zwar beim letzten Mal gesagt, wir wollen das Ganze erst nach dem Update wieder machen, damit ich die Strecke bearbeiten kann und sowas. Aber ich wollte nicht so lange warten, weil ich hatte einfach Lust, das Ganze aufzunehmen. Und es macht euch auch so viel Spaß, deswegen dachte ich mir, nehme ich noch eine Folge auf. Und weil das Update noch nicht draußen ist, hat sich die Strecke jetzt soweit noch nicht geändert. Also es ist alles beim Alten geblieben. Zum nächsten Mal verspreche ich euch, da wird sich die Strecke ändern. Vielleicht werden wir auch eine ganz neue Strecke bauen, weil mit dem Update werden wir sicherlich wieder einige Möglichkeiten haben, das Ganze hier etwas schwieriger zu gestalten, neue Hindernisse zu entwickeln. Mir wurde auch geschrieben, dass ich mir noch was überlegen soll wegen Bonuspunkten, weil momentan haben wir ja nur diesen Sprung. Vielleicht kann ich mir da noch was anderes ausdenken oder so. Aber das werden wir dann sehen, würde ich sagen. Und bevor wir jetzt gleich hier zur Vergabe der Jeeps kommen, das habe ich wieder ausgelost, erkläre ich nochmal ganz kurz die Regeln für Zuschauer, die hier neu eingeschaltet haben. Wir haben 5 Teams mit jeweils 2 Kandidaten. Team Retro, hier ganz links, ich will noch nicht mit der Maus drüber hovern, weil sonst sieht man den Namen. Team Blau, Team Rot, Team JWE und Team Orange. Diese beiden Fahrer immer jeweils fahren zusammen, zum Beispiel der Fahrer hier von Team Orange und der Fahrer. Die fahren zusammen und werden am Ende eine Punktzahl haben. Und das Team mit der höchsten Punktzahl gewinnt dann am Ende. Für den ersten Platz, der als erstes durchs Ziel fährt. Das Ziel ist hier hinten. Boah, meine Güte, das dauert aber. Genau, hier ist die Ziellinie. Das ist die Linie. Sobald die überfahren ist, hier die Linie, hier am Ende. Ja, hat man das Ganze geschafft. Und dann geht es zur Punkteverteilung. Der erste Platz bekommt 10 Punkte, der zweite Platz 9, der dritte 8, der vierte 7 und so weiter. Das Ganze ist, denke ich mal, selbsterklärend. Und es gibt noch 2 Bonuspunkte, nämlich für diesen Sprung, den ich ja gerade schon gezeigt habe. Wenn man es schafft, mit dem Jeep hier rüber zu springen, gibt es 2 Bonuspunkte. Das heißt, ein Team kann jeweils 4 Bonuspunkte ergattern, wenn sie denn hier gut springen. Das ist aber gar nicht mal so einfach. Also bei dem letzten Mal hat es, glaube ich, gar keiner geschafft. Ich bin sehr gespannt, wie viele Kandidaten es heute schaffen. Ich hoffe, der ein oder andere schon, weil das ist immer ganz spannend am Ende mit der Rechnung. Und jetzt würde ich gar sagen, gar nicht lang schnacken. Wir gehen jetzt hier direkt zu den Jeeps. Die Teilnehmer, die heute an den Start gehen, sind folgende. Wir fangen hier vorne wieder an bei Team Retro. Da haben wir als erstes Gamesuchti. Dann der erste Kandidat für Team Blau, das ist der Oberhöhlenmann. Für Team Rot geht als erstes an den Start Leon. Und zu Leon muss man sagen, Leon ist VIP, der hätte sowieso nochmal eine Bonuschance gehabt bei dem VIP-Bonus sozusagen, beziehungsweise Mitgliederbonus für meinen Kanal. Aber er hat es jetzt mit der normalen Auslosung geschafft und somit braucht er bei der VIP-Auslosung hier nicht mehr teilnehmen. Ist, denke ich mal, verständlich, was ich damit meine. Und vielen, vielen Dank, Leon, dass du meinen Kanal unterstützt. Und diesen Fahrerplatz hast du dir auf jeden Fall verdient. Der nächste Kandidat hier für Team JWE ist es. Das ist Jürgen LP. Dann haben wir Team Orange mit Ramon Shadow. Der zweite Kandidat für Team Retro ist T-Games. Team Blau geht an den Start mit... Oh, VIP. Okay, hier haben wir den zweiten VIP-Platz. Welches Auto VIP wird oder der VIP-Platz ist, das lose ich auch immer vorher aus. Und für dieses VIP-Auto müssen wir jetzt mal eben das Rädchen, was ich schon vorbereitet habe, hier drehen. Wartet. So, da ist es. Das Ganze drehen wir jetzt einmal. Heute gehen an den Start Lekröte, Miss Sunstorm, Miss Dado, Zelda Fanboy und Lars Balsieper. Und ich werde jetzt das Rad drehen. Normalerweise wäre Leon auch noch hier mit drin gewesen, aber der ist ja schon ausgelost worden. Deswegen nur 5 Kandidaten, also eine 1 zu 5 Chance hier für die Mitglieder von meinem Kanal. Und an den Start geht Miss Dado. Ich glaube, sie ist schon beim letzten Battle Royale oder so dran gekommen. Aber jetzt hast du zum zweiten Mal Glück hintereinander. Du wirst ja auch wieder teilnehmen, Miss Dado. Blend das Ganze aus und benenn den Jeep um in deinen Namen. Miss Dado. Ich glaube, du warst wirklich bei der letzten Auslosung dran, ne? Ich weiß es aber gar nicht mehr. So, Team Rot, der zweite Kandidat. Da haben wir Amon Laval. Team JWE haben wir Ella Love. Der Hashtag ging leider nicht. Den kann man bei Jurassic World Evolution leider nicht einfügen. Ist aber bestimmt nicht schlimm. Dann haben wir bei Team Orange der letzte Kandidat für heute. Keks Kampf. Das sind unsere 10 Kandidaten. Ich wünsche euch viel Glück, viel Erfolg bei dem Rennen.
Und es geht hier wie immer um einen 5€ Amazon-Gutschein für die beiden Gewinner aus dem Gewinnerteam. Und ich würde sagen, wir starten jetzt. So, meine Freunde, ich öffne das Ganze und dann geht's hier direkt los. Wir müssen schnell hinzoomen, weil der Start, der geht hier meistens sehr, sehr schnell vonstatten. Und da fahren die Kandidaten schon los. Jetzt kommt's wieder auf die beiden Tore hier an. Wer als erstes da durchkommt, und es sieht mir so aus, als wenn Team Retro mit T-Games hier als am besten durchkommt. Gefolgt von Kekskampf mit Team Orange, der Oberhöhlenmann, Mistado und Leon und Ella Love und so weiter und so fort. Ich würde sagen, wir gehen jetzt hier schon direkt zu der Steilkurve, dann können wir nochmal sehen, wie das Ganze hier aussieht. Ja, das Feld ist jetzt noch nicht so weit voneinander getrennt, aber jetzt geht es hier schon zu dem Sprung und den Zusatzpunkten. Da bin ich immer sehr gespannt, wer es denn hier schaffen kann. T-Games schafft es leider nicht. Diese Zusatzpunkte können hier wirklich sehr entscheidend sein. Ich meine, 2 Punkte haben oder nicht haben ist natürlich... der Oberhöhlenmann schafft es fast. Hat jetzt hier Kekskampf sogar überholt. Und da kommt ein Kandidat und der springt fast doppelt so hoch. Das ist Mistado. Herzlichen Glückwunsch. 2 Punkte für dein Team. Und der nächste Kandidat. Heute haben wir wieder ein paar. Gamesucht, die schafft es auch für Team Retro. Sehr, sehr schön. Oh, da hinten sind immer noch die Autos blockiert an dem Tor. Oh nein. Das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich hier. 4 Kandidaten hängen jetzt hier sehr weit zurück. Und darunter ist 2x Team JWE mit Jürgen und Ella. Eieiei. Die können natürlich jetzt nur hoffen, dass die anderen Kandidaten hier Schwierigkeiten bekommen. Wir müssen aber bei dem Sprung bleiben. Wir beobachten den weiter. Jürgen schafft es leider nicht. Ah, Ella Love schafft es leider auch nicht. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Die 4 Punkte hätten hier nochmal ordentlich helfen können. Der letzte Kandidat schafft es leider auch nicht mit Ramon Shadow auf dem letzten Platz. Aber das Ganze ist natürlich hier noch nicht vorbei. Solche Gehege können die Autos wirklich lange aufhalten. Ist denn hier schon einer? Nee. Das ist hier der erste mit Team Retro, mit T-Games, gefolgt von der Oberhöhlenmann und Mistado. Also Team Blau hat, glaube ich, beim letzten Mal gewonnen und die sind hier wieder sehr, sehr gut am Start. Ich glaube, Team Blau hat bis jetzt immer gut abgeschnitten, oder? Ich weiß es gar nicht. Kann auch sein, dass die... Doch, ich glaube, einmal waren die auch richtig schlecht. Also das ist hier wirklich mega Zufall, wer hier gewinnt. Und die Raptoren, die stehen jetzt hier voll im Weg. Also das könnte echt Schwierigkeiten machen. Jo, da wird auch T-Games jetzt... ausgebremst von den Raptoren. Kommt jetzt aber vorbei. T-Games ist vorbei. Der Oberhöhlenmann hängt hier jetzt noch ein bisschen fest. Und ihr seht schon, die Raptoren, die wollen hier keinen Platz machen, ne? Also das kostet ordentlich Zeit. Ist natürlich gut für die Teilnehmer, die weiter hinten im Fahrerfeld sind. Aber wir bleiben hier vorne beim Erstplatzierten, würde ich sagen. Beim guten T-Games. Der fährt jetzt hier aus dem Raptorengehege raus und kommt jetzt in das Sinoceratops-Gehege. Das hat ja schon einige Kandidaten richtig viel Zeit gekostet hier, das Gehege. Weil die sind ja einfach stur im Weg, fressen. Und da dran vorbeizukommen, ist echt nicht einfach. Und das sieht man jetzt auch schon hier. T-Games bleibt auf jeden Fall hängen, aber nur kurz. Und er wählt auf jeden Fall die richtige Seite, glaube ich. Bleibt er doch noch weiter hängen. Das ist natürlich ärgerlich. Alle Kandidaten bleiben jetzt hier gerade hängen. Also das Feld wird jetzt hier, glaube ich, nochmal ordentlich zusammengeschoben. 4 Kandidaten sind auf jeden Fall auf einem Haufen. 2x Team Retro, 2x Team Blau. Aber T-Games hat es jetzt geschafft, fährt weiter. Die anderen hängen ja noch ordentlich fest im Sinoceratops-Gehege. Oh, hier werden... Das ist hier wirklich ein Gedrängel gerade. Also die Kandidaten sind wirklich dicht auf. Und Team Orange hat sich jetzt durchgeschlichen auf Platz 3. Nicht schlecht. Wo ist denn T-Games? Bin ich jetzt zu hoch? Ach, da ist er ja. Ich dachte, er wäre schon weiter vorne. So, er macht auf jeden Fall einen schönen Sprung hier. Aber er schafft es nicht ins Wasser. Kommt aber trotzdem sehr, sehr gut durch. Also die Brachios hat er hier easy gepackt. Und der Oberhöhlenmann ist auf Platz 2. Und macht hier auch keinen mega großen Sprung. Aber kommt auch sehr, sehr gut durch. Die Brachiosauren haben ja hier noch nie wirklich Probleme gemacht. Die Troodons. Halten sie hier T-Games auf oder lassen sie ihn durch? Sie lassen ihn durch. Das ist natürlich sehr, sehr schön hier. Wie sieht es bei dem Oberhöhlenmann aus? Der kommt sogar noch schneller durch. Nicht schlecht. Das ist hier wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Wo ist denn jetzt hier wieder Team Orange? Ach, da ist er ja. Kekskampf. Jetzt sind wir bei der Hugelstraße. Das wird hier ein richtig knappes Ding, glaube ich. Team Retro und Team Blau sind hier wirklich krass am Kämpfen. Auch bei diesen Huggeln kann es gerne mal passieren, dass man hängen bleibt. Aber... T-Games nimmt das hier wirklich super. Sogar mit einem Sprung, dass... wie er jetzt hier rumfliegt. Ah, ja, ich glaube, das hat Zeit gekostet.
Oh, er kommt jetzt aber mega schnell hier durch, wie ihr seht. Guck mal, wie er cheatet. Wie das aussieht. Also das war wirklich schnell von T-Games. Da ist der Oberhöhlenmann viel, viel langsamer, wie ihr seht. Oh, der bleibt jetzt hier sogar hängen. Oh, wie ärgerlich. Oh mein Gott. Da kommt jetzt Team Orange. Sieht seine Chance und der Oberhöhlenmann hat hier richtig Probleme. Hält jetzt aber auch Kekskampf auf. Also das ist richtig, richtig gut für T-Games hier. Der ist schon hier durch das T-Rex-Gehege gleich durch. Fährt jetzt in das Ziegengehege. Und das kann auch nochmal richtig ärgerlich sein, das Ziegengehege. Ihr seht ja schon, er wird jetzt hier direkt ausgebremst. Und diese Ziegen, die können echt fies sein. Aber die laufen gerade alle auf der rechten Seite. Das ist sehr gut für T-Games. Mir wurde auch in die Kommentare geschrieben, dass sich mehr Ziegen gewünscht werden. Aber hier kommen leider keine mehr raus. Also das scheint schon das Maximum zu sein. Ich hätte mir auch gewünscht, dass das Gehege noch voller ist. Aber vielleicht sollten wir beim nächsten Mal ein kleineres Gehege machen mit den Ziegen. Weil dann wird das, glaube ich, ein bisschen störender werden. Weil T-Games, der scheint jetzt hier nicht aufzuhalten zu sein. Also der hat jetzt so viel Vorsprung. Ich glaube nicht, dass da noch was passieren kann. Also hier ist T-Games, hier ist der Oberhöhlenmann. Vielleicht können wir mal kurz in die andere Sicht gehen, dann seht ihr das. T-Games, Oberhöhlenmann, Kekskampf, Mistado, Gamesuchti, Leon, Ella, Jürgen, Amon und hier ganz hinten ist Ramon. Oh nein, der wurde richtig nach hinten gedrückt, sage ich mal. So, schauen wir uns hier die letzten Meter an von T-Games. Ja, der sollte nichts mehr passieren. Also hier bei Team Blau und Team Orange wird das nochmal richtig knapp und spannend werden, denke ich. Also das wäre wichtig hier für Team Orange, dass sie hier Team Blau noch überholen, weil ich glaube Team Blau, jo, der ist hier hinten auf Platz 4 auch noch. Aber Team Retro ist auch noch dicht auf. Und wir sehen ja hier, T-Games ist auf Platz 1. Und, oh, jetzt wird Team Retro überholt da hinten von Leon. Leon ist vorbeigefahren im Ziegengehege. Aber T-Games hat es jetzt hier gleich geschafft. Für Team Retro holt er hier den Sieg nach Hause. Und damit 10 Punkte. Und damit hat er Platz 1. Herzlichen Glückwunsch, T-Games. Und jetzt wird das Ganze hier hinten nochmal ultra spannend werden, glaube ich. Also die beiden haben hier nochmal ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Um den Platz 2 der Oberhöhlenmann und Kekskampf. Und da hinten ist natürlich auch nochmal ein richtiger Kampf angesagt. Schöner Sprung jetzt hier nochmal. Kekskampf scheint hier viel, viel mehr Probleme zu haben. Also der Oberhöhlenmann kommt hier viel, viel besser durch. Bleibt jetzt hier nochmal stehen. Aber ich glaube, da sollte nicht mehr viel passieren. Er macht jetzt hier nochmal einen schönen Sprung über die Strommasten. Na, das sieht sehr, sehr gut aus wie der Oberhöhlenmann. Da fährt er über die Ziellinie. Platz 2, Platz 3 für Kekskampf. Herzlichen Glückwunsch. Und jetzt schauen wir nochmal hier hinten. Es geht jetzt hier um Platz 4. Und das kann nochmal knapp werden. Aber Mistado kommt jetzt hier super durch. Genau wie Leon. Die beiden VIPs betteln sich jetzt hier um Platz 4. Aber Mistado bleibt nochmal hängen. Und damit schiebt sich Gamesuchti durch. Und sichert sich hier nochmal einen besseren Platz. Mistado auf Platz 4. Gamesuchti auf Platz 5. Und Leon ist leider am Tor hängen geblieben und hat damit Platz 6 leider nur. Das kann natürlich, ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. Hier auf Platz 7 und 8, glaube ich, wenn ich richtig gezählt habe, haben wir zweimal Team JWE mit Ella und Jürgen. Und die beiden, die sollten jetzt hier auch nichts anbrennen lassen. Ich glaube, das wird eine ganz gute Platzierung werden, aber für den Sieg wird es vermutlich nicht reichen. Ja, aber trotzdem solide im Team zusammengefahren. Nicht schlecht. Jürgen und Ella, herzlichen Glückwunsch. Ihr habt es auch geschafft. Und hier kommt Team Orange mit Ramon. Oh, Ramon war gar nicht letzter. Dahinter war sogar noch jemand. Amon war nämlich noch dahinter. Ramon und Amon. Sind das jetzt hier schon die letzten beiden? Amon legt auf jeden Fall nochmal hier einen Sprung für die Fans hin. Und damit hat es Ramon auch geschafft. Und Amon kommt jetzt auch für Team Rot. Hat es auch geschafft. Jetzt müssen wir mal gucken, ob hier noch einer der Kandidaten in dem ganzen Dings drinne ist. Das kam mir irgendwie ein bisschen wenig vor, wenn ich ehrlich bin. Ich hoffe, hier ist keiner ausgeschieden und wurde wegteleportiert. Weil, falls das passiert, es kann natürlich passieren, wenn man irgendwie von dem Dino hochgeschmissen wird oder eingeklemmt wird, dass man dann zurückteleportiert wird, dann bekommt man nämlich leider gar keine Punkte. Hatten wir bis jetzt noch nicht. Könnte aber sein, dass es diesmal passiert ist.
werden wir jetzt gleich bei der Punkteauswertung sehen. So, das war Zuschauerrennen 5.0 und das war richtig spannend. Und ich kann schon mal verraten, das ist richtig, richtig knapp geworden. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal hier mit Team Rot an. Da haben wir zum einen Leon. Leon haben wir hier. Leon hat den 6. Platz gemacht und damit 5 Punkte. Und dann haben wir noch Amon. Der hat leider den letzten Platz gemacht und damit 1 Punkt erzielt. Damit hat Team Rot insgesamt 6 Punkte. Dann kommen wir zu Team JWE. Da haben wir zum einen Jürgen, der hat den Platz 7 erfahren und 4 Punkte ergattert. Und Ella, die hat Platz 8 erfahren und 3 Punkte ergattert. Insgesamt 7 Punkte und damit leider hat es nur für den vorletzten Platz gereicht. Dann kommen wir zu Team Orange. Da haben wir zum einen Ramon. Ramon ist leider Vorletzter geworden, hat damit nur 2 Punkte ergattert. Und wen hatten wir da noch? Kekskampf. Kekskampf hat es auf den 3. Platz geschafft, also ein sehr, sehr gutes Ergebnis. 8 Punkte ergattert, insgesamt 10 Punkte. Und jetzt wird es richtig spannend zwischen Team Blau und Team Retro. Wir fangen an mit Team Retro. Da haben wir zum einen Gamesuchti. Der hat den, wo ist er da, den 5. Platz erfahren mit 6 Punkten. Und dann haben wir noch T-Games. Der hat den 1. Platz erfahren mit 10 Punkten. Das sind 15 Punkte. Ah ne, 6 Punkte habe ich gesagt, Entschuldigung. Das sind 16 Punkte. Und es gibt nochmal plus 2 Punkte, weil Gamesuchti hat den Sprung geschafft. Die könnten jetzt entscheidend sein für den Sieg. Also insgesamt 18 Punkte für Team Retro. Das ist sehr, sehr gut. Und jetzt geht's zu Team Blau. Können sie hier Team Retro noch schlagen oder hat Team Retro hier gewonnen? Das werden wir jetzt erfahren. Wir haben der Oberhöhlenmann. Der hat Platz 2 erfahren. 9 Punkte. Sehr, sehr gutes Ergebnis. Und wir haben Miss Dado, die es mit dem VIP-Platz, glaube ich, geschafft hat. Ja, die hat es mit dem VIP-Platz geschafft. Die hat Platz 4 erfahren mit 7 Punkten. Das heißt, wir sind jetzt hier bei 15 Punkten, oder? Ah ne, 16 Punkten. Mensch, was ist denn los mit meiner Rechnung hier, die ich aufgeschrieben habe? Meine Güte, 16 Punkte und Miss Dado hat es auch geschafft zu springen. Das heißt, auch 18 Punkte für Team Blau und damit haben wir ein Unentschieden hier. Team Blau und Team Retro teilen sich hier Platz 1. Jetzt die Frage, was machen wir da? Ich würde sagen, ihr habt beide gewonnen, beide Teams haben gewonnen und jeder von euch gewinnt einen 5€ Amazon-Gutschein. Also herzlichen Glückwunsch, heute haben wir 4 glückliche Gewinner und an diese 4 glücklichen Gewinner schreibt mich im Discord an, dann bekommt ihr euren 5€ Amazon-Gutschein. Ansonsten für alle anderen auch noch, vielen, vielen Dank fürs Teilnehmen. Es hat wieder mega Spaß gemacht und falls ihr beim nächsten Rennen auch gerne dabei sein wollt, dann müsst ihr einmal unten in die Kommentare schreiben, Hashtag Rennen. Und beim nächsten Mal wird die Strecke dann auch nochmal richtig spannend und anders werden. Also die werde ich auf jeden Fall abändern. Und dann wird das wieder was ganz, ganz Neues hier werden. Da freue ich mich schon drauf. Und ihr freut euch hoffentlich auch. Falls euch das ganze Format gefällt, würde ich mich über ein Like freuen. Ansonsten bedanke ich mich vielmals für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.